Willkommen zurück zu Let's Play Zelda Twilight Princess HD. Wir wollen jetzt diesen Weg hier betreten und sehen, dass wir wieder hier in diesem komischen Raum sind. Den Hauptraum halt. Wo wir uns jetzt, glaube ich, Abkürzungen schaffen können. Vorsicht vor den Feuerfledermäusen, die können euer Schild zerstören. So, aktivieren wir den Kran hier. Der fährt natürlich im Kreis rum. Bis der wieder kommt. Jetzt haben wir so eine Art Shortcut hier reingemacht. Das ist immer gut. Wunderbar. Allerdings habe ich immer noch keinen hyalischen Buchstaben gefunden. Ich finde noch ein paar. Gut, ich glaube, ich muss hier lang. Genau, ich muss mich hier dann wunderbar. Wir haben diesen Schalter hier. Aktivieren das Magnetfeld. Und können weiter in der Decke laufen. Wunderbar. Das läuft heute wieder super. Dieses Magnetfeld, wunderbar. Ja, Spiel, ich sehe es, dass es aktiviert wurde. Oh, ich habe zu spät die Schuhe aktiviert. Oh, ich krieg eine Macke. Danke.
mit Schuhen runterspringen. Danke. Wunderbar. Einmal die Truhe öffnen. 20 Rubine. Wunderbar. Dann können wir diesen Kristall aktivieren hier. Kristall aktivieren, sagt es. Danke. Der bleibt da offen. Gut, nicht sehr lange, aber später können wir halt einen Shortcut hier schaffen. So, jetzt haben wir diese drehenden Steinblöcke hier. Die werden äußerst aggressiv, wenn sie uns sehen. Ich zeig dir mal, schießt sie mit so einer komischen Lavasäure hier. Gut. Das ist nur wieder rauszukommen. Okay, dann gehen wir hier lang. Natürlich sind wir den falschen Weg gegangen. Wir hätten ja auch nicht den richtigen Weg gehen können. Ist da vielleicht mein erster Jahrhundert Buchstabe drin, ne? Wollen wir es mal hoffen. Nein, es ist noch ein Herzteil. Wunderbar. Dann haben wir ja alle Herzteile hier in den Dungeon. Wunderbar. Haben wir jetzt alle Herzteile? Wunderbar. Oder gibt es vielleicht noch ein letztes hier? Ich glaube, plus zwei pro Dungeon. Dann haben wir für die nächsten dann schon wieder einen neuen Herzcontainer voll. Wunderbar. So, und hier können wir jetzt einfach das Seil abschlagen. Haben wir überhaupt einen Schlüssel? Ja, wir haben einen Schlüssel. Wunderbar. Wunderbar. Halt, warte. Was ist denn hier unten eigentlich? Nichts. Okay. Hätte ja was sein können. Gut. Kommen wir jetzt in jeden Raum, in den ich damals mit meinem guten Kumpel gefehlt habe, wie Sau. Hier beim letzten Rand durchspielen in die Endstation. Wir sind ja nicht weitergekommen, weil wir einfach zu blöd waren, den Schlüssel zu finden, der in diesem Raum versteckt ist. Ich zeige euch das mal. So. Und zwar ist hier der Schlüssel drin, aber im Original war das eine Kleidetruhe. Das heißt, sie haben es endlich angepasst. Oder? Ja. Im Original war nämlich so eine kleine Truhe hier drin. Hier. Und da war ein Schlüssel drin. Wir waren einfach so doof, diese kleine Truhe zu öffnen. Aber wir dachten, das wären Rubine. Ich glaube, wir sind erst. Kommen wir, oder? Ja, kommen wir. Hier können wir später nochmal zurückkehren, wenn wir einen gewissen Dungeon abgeschlossen haben. Das ist
echt mal einen Raum, den wir später erkunden können. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Wir können halt später besuchen nochmal. So, weiter. Wieder aus dem Wasser raus, danke Link. So schlag uns die Töpfen mal hier. Also jedes Pferd einzeln. Komm ich ja später erst rein, okay. Denn hier ist nochmal ein Ältester, wie es aussieht. Hallo Ältester. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bisher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Geronen. Man nennt mich Don Ebizo. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh deines Weges. Du hast ein Schlüssel verwendet, aber alle drei, ja, okay. Ach, jetzt, da fällt mir. Ach, jetzt, da ich vor dir sehe, fällt es mir wieder ein. Hier gibt es eine Waffe. Soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Okay. Oh, eine Waffe. Was das wohl sein wird? Waffe, na gut, die holen wir uns natürlich. Und wie auch immer er hierher gekommen ist auch. Hat er vielleicht auch Iron Boots wie wir? Nein. Man soll die Frage, wie NPCs hierher kommen. Uns wird übrigens immer noch der Kompass. Was ein bisschen schade ist. Solange wir den nicht haben, können wir keine Truhen sehen. Gut. Oh. Ah ja. Jetzt kommen wir zum ersten Bossfight dieses Dungeon. Oder wie sagt man, Mini-Boss-Fight? Dann seht ihr schon einen Riesen geholt. Erster Wächter, von dem er gerade geredet hat. Oh, ein Mensch. Was tust du denn, ein Mensch an einem Ort wie diesen?
Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Wie rüsten unseren alle Boots aus? Immer schön ausweichen. Ihr seht schon, die Schiffwerke ist echt wirksam der Gegner. Am besten treibt man ihn immer schön in die Enge rein. Da kann er nichts mehr machen. Ach so, verdammt, wir müssen den ja greifen. Link, jetzt greift doch den Typen. Und dann so die Lava schmeißen. Das war ja der Trick. Oh. Okay, wir lassen ihn angreifen. Verdammt, wir verkackt. Das war zu spät, das war zu spät. Was war das jetzt, Link? Oh Mann. Mann, ich verkacke hier noch. Was ist denn nun los, Link? Ich greif doch mal ein. Oh, was ist denn hier los? Den willst du doch abhauen. Oh, Link, was machst denn du, du? Oh, du bist doch ein Affenkoppling, weißt du das? Meine Fresse, Alter. Jetzt verkackt er hier den Kampf. Glücklicherweise hat man noch eine Fee.
Du solltest doch festhalten, meine. Boah, Link, was machst denn du? Du sollst ihn festhalten. Alter, ich komme nicht weg. Da lässt mich einfach nicht weg. Er lässt mich einfach nicht weg. Es ist zu kotzen hier. Ich hab einen Butter hier rein, aber leck mich doch am Zack. Kotzen hier. Lass dir, speis dir doch runter, Link, Mann, ey. Du sollst ihn runterschmeißen, Link, und nicht in die Kante, blöder Idiot. Danke, Link, dass du ihn da noch runterschmeißt. Wo schmeißt du denn hin, Link? Hinter dich schmeißt! Och man! Link, du sollst nicht hinter ihn, ich eine Macke hier rein haben. Danke, Link. Oh, wir haben ihn nicht besiegt. Mist. Da denkt man, es ist nur ein Mensch und dann. Wie, willst du etwa zu unserem Oberhaupt? Also gut, nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten. Dafür musst du aber sprechen, dass du unseren Oberhaupt helfen wirst. Okay. So, was die Waffe aus Heldenzeiten ist, sehen wir dann im nächsten Part. Tschüss!